Topfgucker TV empfiehlt. Guten Morgen, guten Tag. Wir sind heute mit Topfgucker TV live auf Sendung. Mein Name ist Jean-Luc Bellon. Ich komme extra aus der Karibik, für euch heute mal ein Doradenfilet zu kochen. Zu filetieren zuerst mit ein schönes Messer von Designer von Porsche, Chroma. Und das Fisch werden wir auch gleichzeitig mit einer schönen Pfanne von Alked. Mal gucken, er sieht schon richtig gut aus, aber wir werden das testen. So, also ich fange mit meinem Fisch einfach mal kurz zu testen. Es ist ganz wichtig, wenn ein Fisch gekauft wird, dass einfach dieser Fisch feste Fleisch hat, die Augen sehr klar sein sollte. Und dann, man kann entweder mit einem kleinen Messer, wir nehmen heute unsere Porsche Designer, diese Krette einfach manchmal muss man die schneiden, weil eventuell kann sein, dass man sich einpickt und dann infiziert sich das. Aber da ich diese Erfahrung schon habe, also brauche ich das nicht machen. Also wir legen unser Fisch mit Rücken, entweder Kopf nach links oder nach rechts. Und mein Messer. Ich nutze die ganze Fläche von meinem Messer. Das bedeutet nicht nur die Spitze, sondern komplett das Messer. Fange ich meinen Kopf hier, gehe ich über den Rückenflosse und ziehe. Oh, das Messer ist wirklich gut. Also, das habe ich nicht geglaubt am Anfang. Man kann sehen, diese klaren Schnitte. Oh ja, super. Und man sieht einfach diese Klarschnitte hier. Wow, 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 wow. Guck mal. Wie sauber, aber richtig sauber. Also der Chirurg wäre glücklich, so ein Messer zu haben für sein OP. Jetzt haben wir die erste Seite entfernt. Jetzt machen wir die zweite Seite. Und die zweite Seite fangen wir von Schwanz an und gehen wir Richtung Kopf. Immer noch mit meinem kompletten Messer, nicht nur mit der Spitze. Schau mal, siehst du das? Okay, kleine Schnitte hier und sehr gut. Und eventuell diese Teile hier, diese Krette, Kopf und alles, kann man das verwenden weiter, wo man sagt, man macht einen schönen Fischfond, die ich schon habe. Aber ich kann das einfach am Wochenende für euch machen. Ein bisschen Weißwein, das Fisch kurz anbraten, Wasser, ein bisschen Gemüse dazu und das Ding ist mega super. Okay? Jetzt haben wir unsere beide Filet entfernt und jetzt wir werden die teilweise putzen. Der Baulappen einfach mal weg. Zuerst nehme ich eine kleine Zange und ziehe ich einfach jede Krete einfach raus. Natürlich, das ist ein bisschen aufwendiger, deswegen nehme ich bei mir gerne einfach meine Messer. Ich schneide eine V hier. Und besonders wenn das Messer das so gut mitmacht, innerhalb von 10 Sekunden, er ist krettenfrei. Und sehr schön. Schon entschuppt. Sehr gut. Das haben wir hinter uns. Jetzt wir werden unser Gemüse vorbereiten. Das bedeutet, mein Schneidebrett nehme ich weg. Fisch, Eiweiß. Wir wollen keine Bakterien übertragen. Nehmen wir die weg. Schicke Messer. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, der schneidet ohne, dass ich etwas sage. Guck mal das. Also richtige Klarschnitte. Super. Schneide ich einfach nur großzügig die erste Haut von der Rettich ab. Lasse ich ein bisschen grün rein. Kommen wir zurück wieder auf unser normales Messer, unser Turbo. Und jetzt mache ich ein paar Kopo. Das bedeutet, schneide ich immer in Runde meine Möhren. Dass ich ein paar kleine Stückchen habe in die Länge. Meine Zucchini jetzt werde ich lange Streifen machen. Jetzt nehme ich eine Schelle und ziehe ich einfach lange. Hop, ich drehe einfach mal zurück. Bitte, ich schäle nicht. Wie man sieht, ich nehme nur den Grün und das Fleisch auch von der Zucchini. Die Leute schälen ihre Zucchini. Bitte, das ist, ich würde nicht sagen falsch, aber das ist kontraproduktiv, weil wir nehmen den ganzen Geschmack einfach weg. Super. Haben wir alles. Jetzt müssen wir trotzdem unsere Schalotten für unsere Soße. Und das wird unser Test heute auch. Das ist jeder Koch einfach Traum davon, einfach ein Messer zu haben, der so gut schneidet. Die habe ich.
Wow. Sehr, sehr schön. Super. Okay, jetzt legen wir einfach alles wieder rein und wir sind soweit fertig, dass wir kochen anfangen können. Ich habe meine Brühe, meine Sahne, alles Butter, was ich brauche, alles steht. Mein Fisch ist fertig, stelle ich hier. Einfach jetzt mache ich meine Pfanne schon an. Machen wir ein bisschen Salz, nur innen. Ich arbeite auch nur mit Meersalz. Das bedeutet etwas milder, das bringt einfach unheimlich viel Geschmack, Authentizität. Ein bisschen Pfeffer drauf, nicht zu viel, das ist schade um Fisch. Und das ein bisschen Butter in die Pfanne jetzt. Mit ein bisschen Olivenöl. Warum Olivenöl dazu? Das ist einfach, dass die Butter nicht so schnell brennt. Und jetzt legen wir zuerst das Fleisch in die Pfanne. Habe ich ein bisschen Knoblauch vorbereitet. Einfach nur einmal zerdrücken und in die Pfanne. Ein bisschen frische Kräuter dazu. Wir können auch Rosmarin, wenn wir wollen. Ich mache einfach gerne Thymian. Noch ein bisschen Öl noch dazu. Also, diese tolle Pfanne, ja, ist super. Also, wie man sieht, einfach, das kocht immer breit, einfach ganz langsam. Die Pfanne hat drei Schichten, einmal Edelstahl und einfach eine Beschichtung. Einfach die Pfanne kann nicht kleben. Inzwischen schmeiße ich auch, sage ich schmeiße ich, meine harte Gemüse. Das ist die Zucchini, die Möhren und die Rettich. Fange ich schon langsam zu einbraten. Und meinen Fisch werde ich auf ein kleines Blech und im Ofen schieben. So, ganz easy runterheben. Fisch sollte man nicht zu lange braten, aber die ganze Körper, ob im Ofen. Inzwischen bereiten wir hier unser Gemüse. In die Gemüse mache ich ein bisschen Honig. Nicht zu viel. Und jetzt ein bisschen Brühe. Jetzt brauche ich eine Kasserolle. Oh, oh, lecker. Und zwar diese leichte Knoblauch ab und schiebe ich das auf der Seite. Etwas Salz und Pfeffer. Man kann locker einfach ein Lorbeerblatt auch dazugeben. In meine Kasserolle jetzt hier mache ich meine Soße. Das bedeutet ein bisschen Butter am Anfang. Meine Schalotten dazugeben. Ich habe schon nebenbei ein bisschen Limettensaft, Weißwein, etwas Essig. Restliche Butter kommen später rein. Etwas Sahne. Kurz anbraten, ablöschen mit etwas Essig zuerst. Köcheln lassen, einfach die ganze Säure von Essig rausgeht. Mit unheimlich scharf in der Nase, das ist immer gut. Und jetzt machen wir unser Weißwein rein. Und das schön köcheln lassen, reduzieren. Salz und Pfeffer. Super Pfanne. Der macht genau, was ich brauche. Glänzige Gemüse. Und kurz davor servieren, wir werden einfach unsere Zucchini rein. Das dauert nicht mal eine Minute, das einfach fallen lassen, Geschmack und dann kann man das einrichten. Fisch ist soweit. Ein bisschen Brühe noch dazu. Jetzt machen wir noch ein bisschen Brühe. So, wir sind soweit. Mal probieren. Oh, super. Wunderbar. Etwas Sahne. Nicht so viel, das ist nur wegen der Farbe. Und jetzt machen wir einfach unser Zucchini rein und lassen wir die einfach fallen. Wenn die alle gefallen sind,
Wir sind soweit fertig. Jetzt montieren wir unsere Soße. Flamme runter. Oder Power runter. Und jetzt fängt unser Prozess. Wir einfach brauchen keine Schneebesen. Einfach die Kasserolle in Bewegung stellen. Von der Schieben zurück nach hinten. Platscht das ein bisschen, aber das ist in der Küche normal. Ne? Also das habe ich in meiner Lehre damals gemacht. Danach wird er das normalerweise durch ein Sieb. Aber ich sage schade. Einfach, ich lasse mal die Schalotte drin. Das ist auch gleichzeitig dekorativ und viel Geschmack dazu. Ja? Und glaubt nicht, das ist eine schwere Soße. Nein, das ist eine ganz klassische Soße. Super. Und fertig sind wir. Jetzt werden wir das einrichten auf zwei Teller. Vorgewärmte Teller. Wenn ihr große Esser seid, könnt ihr das noch mehr machen. Das ist immer keine Vorgabe, das ist nur eine Richtung. Zwei Zucchini, zwei Personen, das reicht voll. Aber wenn ihr sagt, okay, ich esse das gerne, einfach kannst du einfach ein bisschen mehr machen. Gemüse, man kann sehen, wir haben heute kein Kohlenhydrat, aber schöne Gemüse, ja, von Bauer. Sehr schön. Den Knoblauch brauchen wir nicht, lassen wir weg. Ja, also mein Messer heute hat eine Doppelfunktion. Er wird mir helfen, einfach meine Fisch zu aufheben. Und mal gucken, wie der das macht. Super. Cool. Sehr gut. Wunderbar. Kombination. Oh. Für die Liebhaber von Petersilie, fürs Auge, ist immer gut. Nicht zu viel, ne? Ja, kann man einfach drauf fallen lassen. Ich will sagen, guten Appetit. Tolle Pfanne und mega geiles Messer. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden. Zufriedener als ich gedacht habe mit dem Messer. Und die Pfanne ist wirklich mega geil. Also super, ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de